Okay, ich wollte die Chance eigentlich nutzen, um zu speichern, aber ich komme nicht mehr an den Speicherpunkt im Moment. Egal. Dann werden wir noch ein bisschen weiterspielen. Ihr könnt keine Magie benutzen? Ihr könnt nicht mehr fliegen? Oh, das muss wirklich sehr ungeschickt sein, nicht wahr? Auf jeden Fall. Der Raum oberhalb ist, ist dafür da, eure Gesundheit wiederherzustellen. Bitte benutzt es nach eurem Ermessen. Befehl des Ältesten. Hier muss es irgendwo noch ein... Lannis? Eine Wingler, die wir nicht kennen. Ich dachte, wir wären die Einzigen. Lannis? Sie ist keine Wingler aus dem Wald. Okay. Es müsste irgendwo... tatsächlich etwas für mich geben. Wer zur Hölle bist du? Bardell! Störst du uns schon wieder? Der heilige Drache kann von uns in Angriff genommen werden, ohne die Hilfe der Menschen. Außerdem, wir haben keine Intention, mit der Betrügerin zu reden, die zu den Menschen gerannt ist. Was ist mit dir passiert? Der Bardell, den ich kannte, war viel netter und war nicht so ein Arsch. Meine kleine Schwester wurde getötet. Von einem Menschen. Oh nein! Meine kleine Schwester wurde von euch beeinflusst. Von dir, Meru. Und sie hat den Wald verlassen. Sie hat geglaubt, dass die Welt draußen wundervoll wäre. Wir brauchen die Hilfe der Menschen nicht. Hast du was anderes zu sagen? Verpiss dich! Hey, es werden vielleicht noch mehr Leute getötet. Schön für dich. Es ist eine gute Chance zu zeigen, wie hilflos ihr Menschen seid. Aber wir Winglers werden nicht sterben. Unsere Macht übertrifft die der Drachen. Du bist stark, hä? Hör auf, mich zum Lachen zu bringen. Ich frage mich, ob es dir aufgefallen ist, dass du dich immer an dem Ruhm der Vergangenheit labst. Was redest du da? Du kannst kaum fliegen und das ist es, nicht wahr? Wow. Du wirst vielleicht anders denken nach dem hier. Holy, what the fuck is that? Nochmal Glück gehabt. Hä? Oh, keine Chance. Ist das der legendäre Dragoon? Bitte! Achso, Entschuldigung. Bitte lass dich uns um den heiligen Drachen kümmern. Denn du kannst nichts. Ich werde später zurückkehren, um mich um die Sache mit deiner kleinen Schwester zu kümmern, nachdem meine Reise beendet ist. Also bitte vertrau uns. Diejenigen, die ihre Macht in den Himmel loben, verschwinden, wenn die wirklich Mächtigen auftauchen. Ich werde vorgehen. Tja, da lassen wir ihn jetzt einfach mal liegen, ne? Wenn ich nicht mal mehr Rache für meine kleine Schwester nehmen kann. Der heilige Drache. Das kann nicht sein. Ich fühle mich so schwach in den Knien. Ich kann mich nicht bewegen. Ist das so real? Du Schwächling, Bruder. Wie könnt ihr es wagen, Menschen? Nur weil ihr Angst habt vor unserer magischen Kraft. Tut ihr also die alten Vernichter, die Dragoons auf uns hetzen? Dumme Menschen. Ich werde Gerechtigkeit ausüben, für die Sünde, meine Schwester getötet zu haben. Ich werde sie jetzt auslöschen. Nein, das wirst du höchstwahrscheinlich nicht tun. Hi. Ich habe von dem Ältesten gehört. Möchtet ihr, dass ich euch nach oben bringe? Nein, noch nicht, ehrlich gesagt. Ich will erstmal nochmal zurückgehen. Und mich heilen. Umsonst sogar. Wow. So, hier müsste irgendwo ein Stardust herumliegen.
da ist es ja. Das zweite von zwei. So, jetzt können wir tatsächlich nach oben gehen. Ja, please. Please. Hier ist gar keiner. Wo ist der Älteste? Mein Körper wurde geheilt. Ist das magische Heilung? Ich frage mich, ob das eine Entschuldigung für die ganzen Unannehmlichkeiten sind. Ältester, es tut mir leid, dass wir so spät dran sind. Oh, there he is. Willkommen, Menschen und Giganto. Ich bin Blano, der Älteste des Waldes. Hi. Ich bin die erste heilige Schwester von Milceso, Miranda. Bitte vergebt uns unseren plötzlichen Besuch. Ich möchte, dass ihr uns unsere Geschichte anhört. Der heilige Drache ist... Ich weiß. Der heilige Drache ist zurück ins Leben gekommen. Im Gebirge des sterblichen Drachen. Und es sind Dragoons gekommen... zu uns gekommen. Es sieht so aus, als ob die alten Zeiten uns nicht in Ruhe lassen würden. Der Botschafter aus dem Kristallpalast und die Menschen, welche vom Schicksal hierher geführt worden sind. Unser Widersacher ist so enorm. Wir müssen unsere Kraft kombinieren oder niemand von uns wird überleben. Nicht der Kristallpalast, noch unser Wald. Du meinst? Lasst uns die Macht der Dragoons und unser Wissen gemeinsam benutzen. Du willst uns also... Du wirst uns also den Drachenstab überlassen? Wir haben zurzeit den Dragon Buster nicht. Also ist der Drachenstab unsere letzte Hoffnung. Oder Zuflucht eher. Wir haben nicht länger die Kraft, ihn zu beherrschen, wie auch immer. Wenn ihr, welche die Drachen beherrschen könnt, ihn benutzen könnt, können wir gegen den heiligen Drachen kämpfen. Ich freue mich über euer Verständnis. Wie auch immer, wir können am Kampf nicht teilnehmen. Wir sind alles, was noch übrig geblieben ist. Wir dürfen nicht ausgelöscht werden. Ich gehe! Ich weiß, du bist ja auch ein Dragoon, nicht wahr, Meru? Sie ist es quasi beides, sie ist eine Wingless und ein Dragoon. Geht rein. Ich werde euch den Weg zum Drachenstab zeigen. Okay. Wir sehen uns drüben, Meru. Yeah. Du fühlst dich hingezogen zu diesen Menschen. Yep. Die sind wirklich cool. Ältester, ich möchte auf Reisen mit ihnen gehen. Und ich möchte meine Mutter und meinen Vater jederzeit, wann ich sie will, sehen. Sagst du mir etwa, dass du deine Verpflichtungen von dir stoßen willst? Ja, das will ich. Das will sie. Es ist nicht die richtige Zeit. Aber eventuell, in der nahen Zukunft, wird die Zeit kommen, wo wir und die Menschen zusammenleben werden. Geh mit ihnen. Als eine Winglei. Gehe in die Welt der Menschen. Und so. Deine Erfahrung wird uns leiten. Okay, ich hab dich verstanden. Wir treffen uns dort. Interesting. Wenn Meru diejenige ist, die uns in die Außenwelt führen wird.
Wo werden diese Menschen die Welt nur hinführen? Es muss der Fluss der Zeit sein. Nur das Schicksal kann es entscheiden. Ha! We will see about that. Ich hoffe, ich kann gleich nochmal abspeichern, weil es kommen einige heftige Sachen auf uns zu. Der Drachenstab ist im verbotenen Land versiegelt. Okay. Verbotenes Land? Es ist der Ort, an dem unsere dunkelsten Erinnerungen schlafen. Es wurde bis vor 11.000 Jahren als Palast für die Winglies benutzt. Und es war der Ort, an dem ewiger Wohlstand versprochen worden ist. Es wurde einst die heilige Hauptstadt Kedessa genannt. Nun ist es nur noch eine Ruine ohne Namen. Seid ihr euch sicher, dass wir da reingehen dürfen? Es ist in Ordnung, alles liegt in der Vergangenheit. Ich verstehe. Wir werden tun, was wir tun können. Seid ihr bereit? Eigentlich nicht, aber... Yeah, we are. Weisheit der Winglies? Nein, das sind fliegende Steine. Es ist ein Bruchstück ihrer Weisheit. Lass uns gehen! Ich hab ein bisschen Angst, aber jetzt tatsächlich habe ich ein bisschen Angst vor dem, was kommt. Denn das könnte ganz schön hässlich werden. Das ist also das verbotene Land. Ruinen vergangener Glorie. Keine Überreste der einzigsten Hauptstadt. Ja. Was ist los, Meru? Du zitterst. Ja, weil ich die verzweifelten Schreie der Menschen höre, die hier gestorben sind. Möchtest du vielleicht im Wald warten, Meru? Nein, ich bin okay. Wenn ich nicht so ein kleines Hindernis überwinden kann, wie soll ich dann gegen den heiligen Drachen kämpfen können? Ja, du wirst allerdings nicht in meiner aktiven Party sein. Ich hätte ganz gerne irgendwie versucht, noch zu speichern, bevor ich hier reingehe, aber okay. Whatever. Weil ich so langsam auch die Aufnahme beenden möchte hier. Diesen Aufnahmeblock. So, wir haben eine Kiste gesehen da oben, die werde ich mir definitiv erstmal snacken. Auch wenn ich nicht wirklich was tragen kann. Was ist denn in dieser Kiste drin? So, wir gucken mal. Wir gucken mal, ne? Mind Purifier, den werde ich mir jetzt erstmal nicht gönnen. Das brauche ich im Moment noch nicht. Denke ich zumindest, dass ich es nicht brauche. Teleport Action! Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Geh mal hier weiter. Neue Kampfmusik. Und neue Gegner. Way. Was haben wir hier? Puck und Spinning Heads. Das ist Schaden. Das ist Schaden, den ich... Inferno.
Das ist Schaden, der sich sehen lässt. Ne. Yes. Damn it. Oh, er macht wenigstens keinen Schaden. Immerhin macht er keinen Schaden. Damn, fuck, Alter. Ich bin gerade wieder ein bisschen... nicht imstande, richtig zum Kämpfen. Naja gut, die Spirit auf ihn ist jetzt im Moment erstmal nicht schlimm. Im Moment zumindest. Wenn es den getroffen hat. Come on, stirb. Level up für Meru? Ich hab's gerade nicht gesehen. Egal. Ja, wir gehen mal hier durch. Und gehen mal direkt hier rein, würde ich sagen. Ich glaube, dass dieser Dungeon etwas verwirrend sein könnte. Oh mein Gott. Was ist das? Hier geht's wieder raus. Zu viele Wege, Alter. Es gibt aber tatsächlich auch nicht zu viele Sachen, die wir hier finden können. Ich glaube, es gibt nur ein oder zwei Kisten im Gesamten. Und was vor allem wichtig ist, ein Accessoire, das ich gerne hätte. Oh, da oben ist die Kiste. Ja, die werde ich mir später holen. Ich will jetzt eigentlich nur zum Save Point aufbrechen. Neue Gegner? Ja, tatsächlich, ein neuer Gegner. Gucken wir mal, was der Typ auf dem Kasten hat hier. Der Todstuhl. Oh, come on, Alter. ...700 Schaden, Alter. Yes. Fisch im Arsch, ey. Oh, komm schon! Ach, scheiß auf Albert, Alter, ehrlich. Hier müsste es irgendwo einen Save Point geben und aber auch einen Recovery Point. Deswegen bin ich gespannt, ob ich vielleicht jetzt gleich dort bin. Wow, das ist so ein großer Raum. Oh mein Gott. Scheint mir eine Art Kampfarena zu sein hier. Ja, in der Tat. Ich frage mich, für was das mal war. Das sieht man doch, was es war. Kongol fühlt. Riecht wie Blut. Blut und ein großer Raum. Das hört sich nach einem Kolosseum an. Und es sieht auch aus wie ein Kolosseum. Ja, das war es wirklich. Huh. Ich habe es von dem Ältesten gehört. Vor langer Zeit gab es immer ein Kolosseum. Aber hier waren keine normalen Kämpfe, die man gewonnen oder verloren hat. Es waren Kämpfe bis zum Tod. Das haben Kolosseen so an sich. Die Winglies haben nur von oben herab zugeguckt.
und haben Kämpfer ausgewählt. Welche ausgewählt wurden, ja, Menschen, Drachen und sogar Gigantos. Really? Ich bin der Nachzügling dieser Art von Winglei. Ja. Hey, der Älteste sagt uns, dass das nur eine einfache Ruine ist, nicht wahr? Was passiert ist, ist passiert in der Vergangenheit. Egal, was für Schmerz und was für Leid hier hervorgebracht wurde, es ist nicht mehr unser Leid. Ist das nicht richtig? Es gibt keinen Grund, sich Gedanken zu machen, Meru. Die Sünden der Vergangenheit erzählen uns nur, dass wir die gleichen Fehler nicht immer wieder wiederholen dürfen. Also, hab gute Laune. Lass uns weitergehen. Okay. Ich würde gern wissen, wo der Safe Point ist. Der müsste eigentlich jetzt im nächsten Gebiet auftauchen irgendwo. Ich meine, das dauert wahrscheinlich noch, weil wir jetzt hier hin und her schlawenzeln dürfen, aber ich würde tatsächlich jetzt noch gerne zum Recovery Point und zum Safe Point kommen. Denn ich möchte diesen Part erstmal beenden. Dann werde ich bis zum nächsten Part die verlorene Kiste mir einsnacken. Was ist das? Das war der Heilpoint. Very nice. Ist das auch ein Safe Point? Nein, ist es nicht. Ah, da oben ist der Safe Point. So, ich werde jetzt speichern, den Aufnahmeblock für heute beenden. Und dann werden wir uns ab dem nächsten Part hier weiter umsehen. Ich werde bis zum nächsten Part dann die Kiste, welche ich nicht eingesnackt habe, mir noch holen. Und dann schauen wir mal, was uns hier in der alten Hauptstadt erwarten wird. Ich kann so viel sagen. Es wird nicht ganz einfach. Bis zum nächsten Mal. Ciao.